Heute Grillsaison. Na, Putz, willst du auch eine Elektroschocktherapie? Ich habe hier ein kleines Hämmerchen, das macht so schön müde. Durch das Tor wollen wir noch nicht. Okay. Was haben wir denn hier? Jetzt wollen wir durchs Tor. Hier die Ecke haben wir jetzt erkundet. Okay. Nicht genug Wut. Halt hier bleiben. Hey, Dicker. Was haben wir hier? Einmal Innenhof? Haus. Okay. Oder Innenhof. Mir egal. Einmal gucken. Das Werk von Seelenerntern. Was ist hier geschehen? Noch mehr Tote. Ja, noch mehr Tote. Unsere Unterdrücker müssen gestürzt werden. Der König ist in der Stadt, aber wir haben ihm eine Falle gestellt. Die gesamte Stadt wird angegriffen und ihr wollt den König in einen Hinterhalt locken? Seid ihr des Wahnsinns? Was? Ihr wollt euch uns nicht anschließen? Dann sterbt zusammen mit unseren Feinden. Wir sind über die Nachricht von einem überlebenden Regiment hocherfreut. Mit dieser neuen Streitmacht können wir das Blatt wenden und unsere Stadt retten. Eure Differenzen mit der Krone sind kein Geheimnis. Doch wir sind froh, dass ihr in diesen gefährlichen Zeiten darüber hinwegsehen könnt. Westmark wird bestehen. Kurz, wenn ich so ein Tagebuch aufmache und der das vorquatscht, hörst du das dann eigentlich auch? Kann sein. Wieso hattest du gerade eins aufgemacht? Ja. Gut, ich hatte gerade eins gehört. Anscheinend Tagebuch des Königs oder so, ne? Irgendwie sowas. Mhm. Ja. Mut.
Alles in Ordnung bei dir? Ja. Er wird nicht dumm. Ja, er scheint guter zu sein. Die sind ja alle eigentlich gut, wären nur halt. Moment. Komm hin! Purzel da! Ja, ich versuche ihn, er läuft weg! Ah! Bleib stehen! Oh, stehen bleiben! Oh nee, ich dachte, ich hätte ihn gerade. Oh, wo ist die kleine Ratte? Bei mir. Tot. Ich bin überlastet. Ich bin voll. Ich habe noch ein bisschen Platz. Hab noch Platz. Ich muss mal in meinem Inventar gucken. Das kann ich nicht benutzen. Dann schmeiß ich raus. Kann ich benutzen? Kann ich auch nicht benutzen. Hast du die anderen Sachen jetzt schon auf? Ich hatte die anderen Sachen aufgehoben gehabt, ja. Soll ich die auf den Boden werfen? Nö, ich kann. Ich kann doch nichts mehr aufheben. Ich kann nichts mehr aufheben. Ah, hier geht's weiter, okay. Ich glaube, wir müssen erstmal. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann nichts mehr tragen, ich bin wirklich voll. Maschinen. Oh, ich muss was erkennen lassen. Ich habe Armschienen, epische. Mhm. Ich bin überlastet. Ja, komm, wir müssen mal kurz zurück. Ich kehre in die Stadt. Hm, müssen wir? Ich bin voll. Ich bin voll und da liegt noch jede Menge. Ja, ich heb jetzt auf und dann kann ich das verkaufen. Ich habe ja noch Platz. Ja, genau. Das, zumindest. Stadtportal. War doch hier. Die da. Wie geht's? Ich bin schon mal wieder dorthin gekehrt und warte dann hier auf dich. Schön euch wiederzusehen. Hätte nie gedacht, dass ich. Lasst euch ruhig Zeit.
Und wie sieht's bei dir aus? Ich komme jetzt auch wieder. Guck, da bin ich wieder. Mhm. Achso, Stadtweg. Also da lang? Okay. Ja, guck doch mal, wo es blinkt. Weil das der Tor Karte. Da. Ja, da vorne war nämlich ein Tor, wo hinter noch was war, deswegen. Ja, aber unser Auftrag ist ja das, was blinkt. Ja. Einmal rein. Tagebuch, Teil 2. Leichenweg. Diese Todesmaid kontrolliert den Seelentiegel. Doch nicht mehr lange. Nein, du musst erstmal hier unten rum, um die Dinger weg. Und Purzel? Was denn? Das Ding ab. Ich wusste, dass ihr rechtzeitig kommen würdet, um mich zu retten. Ist nicht alles mit Waffengewalt zu lösen, Frau, ja? Ich hab doch gar nichts gemacht. Was ist denn los? Du hast auf den Klumpen geschossen. Ich bin Miriam Yassir, eine Seherin der Westen. Ich habe unser Treffen vorhergesehen. Doch nicht dieses Grauen. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ein einziger Seelentiegel ist noch übrig. Wenn ihr ihn zerstört, werden die Maiden keine weiteren erzeugen können. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen los, und zwar jetzt. Ein weiterer Seelentiegel muss es geben. Ja, zwei Stück hat er ja gesagt am Anfang. Und die sagte jetzt... Ja, sie hat es auch gesagt. Sie hat es auch gesagt. Dass wir uns beeilen müssten. Sag nie Verlemm und dann futsch weg. Malteil, er beobachtet euch. Dem was auf die Mütze geben, würde ich ja gern. Da ist das Tagebuch. Widerte mich zunehmend an, während ich ins Santuario weite. Einmal durch. Schließlich ausfindig gemacht hatte, war ich nicht ich warte ich. Natürlich. Wir werden der Menschheit, dieser Geißel der gesamten Schöpfung, ein Ende setzen. Und am Ende wird Inarius tragischer Fehler getilgt sein. Störung des letzten Seelentiegels mit eigenen Augen sehen muss, wenn ich jemals wieder ruhig schlafen möchte. Hey, hast du gesehen? Der hat Flügel wie du. Der Raft tauchte wie aus dem Nichts auf. Seine eklige Masche aufgeblähten Fleisches glitt geräuschlos durch die Luft. Als ich ihn endlich bemerkte, war ich wie gelähmt. Es schien mir, als ob ich in einem furchtbaren... Ich sehe, dass ihr euch die Schuld an Leas Schicksal gebt. Ihr habt also von Lea gehört? Seid nicht so griesgrämig. Es gibt vieles, worüber ihr euch freuen könnt.
Macht euch nicht über mich lustig. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass es in finsteren Zeiten immer hilft, ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben. Wenn ihr erst so viel verloren habt wie ich, werdet ihr vielleicht verschwinden. Hast du auch das Lachen gehört? Hä? Hörst ja noch nicht mal mich, wie willst du ein Lachen gehört haben, stimmt. Ich höre einen Goblin. Also, Seherin, sagt mir, werden dieser ständige Tod und die unaufhörliche Zerstörung... Da ist er! Otze, wo bist du? Ja, ja, geh hinterher, ich komm. Bleibst du stehen? Oh Mann, ich habe jetzt gleich einige Ads hinter mir. Wo ist er hin? Ich sehe nicht mehr in dem ganzen Getümmel. Ah, er ist tot. Ist das ein Erdbändiger oder was los hier? Bleib doch mal stehen. Es ist wunderbar, warum euch endlich zu treffen. Auch wenn ihr ein wenig hagerer seid, als mich meine Visionen haben erwarten lassen. Ihr gebt einfach nicht genug auf euch acht. Immer steht die Rettung der Welt an. Gucken, wo lang, ne? Ja, wo die nächste Kugel ist, ne? Ich frag mal nach dem Weg. Ja, mach das. Wo ist die nächste Kugel? Hä? Der antwortet nicht. Der kippt um. Wo lang, lang, wo lang wohl hin? Da, wo wir noch nicht waren, am besten. Ich brauche Wut. Schrampe. Hier ist eine leuchtende Truhe, Purzel. Ich mach mal auf. Kurz gucken.
Den hatte ich zum Trocknen aufgehangen. Tja. Nee. Finde den meiste Seelenfiebel auf der. Also entweder ist das westlich noch ein Stück oder hier südlich das Stück. Müssen wir jetzt mal gucken. Ja. Warum schießt du? Hilfe, ich werde abgeschossen. Ich mach die Urnen kaputt. Meine Frau schießt auf mich. Urnensäger. So. Ja, und mir in den Hintern fast. Na? Nicht genug Mut. Das geht noch nicht. Na gut, hier ist er nicht. Jetzt bin ich überfragt. Weißt du, was das Schlimme ist? Mit dem anderen Account habe ich das ja alles schon einmal durch. Ja. Trotzdem weiß ich nicht mehr, wo es war. Du weißt gar nichts mehr. Ja, aber so kann man ein Spiel mehrfach spielen und man erlebt immer wieder was Neues. Ach, Scheißdreck. Wollen wir mal in die Richtung gucken? Ich will jetzt gerade mal auf die Karte gucken. Okay. Mal die Größe an. Ja. Ich befrage die Karte. So, nordwestlich, da ist so ein Weg raus. So, den probieren wir mal. Ob der Weg da raus das ist, ey. Das wäre jetzt. Dann machen wir das. Das ist jetzt das Einzige, was wir noch haben. Dieser blöde Weg hier. Nee, hier gibt's auf jeden Fall wieder was zu tun. Nee, nicht weglaufen. Weglaufen ist unfair. Boing, boing.
Da blinkt doch was. Ah. Die nächste Tür blinkt. Okay. Ihr seid eine wahre Künstlerin im Beseitigen der Diener des Todes. Das sieht dem von eben sehr ähnlich. Mhm. Hat die jetzt gesagt, sie wartet da drüben? Mach du die linke Seite, ich mach die rechte Seite frei. Ach. Ist? Ach, da liegt noch was. Was war das? Das war Urzael. Urzael? Urzael ist der Engel, der Maltaels Streitkräfte in Westmark befehligt. Ich vermute, dass ihr ihn verärgert habt. Gut. Gehen wir zur Enklave. Ich muss sehen, ob Tyrael schon erfolgreich war. So ein Nachhause-Transportpunkt hätte ich gerne da gehabt. Ne? Ja. Müssen wir den hier mal suchen. Ich muss hier irgendwo sein. Ziehender Held! Gerade rechtzeitig, um mich zu beschützen, während ich die letzten Schmuckstücke einsacke. Wir machen halbe-halbe, ja? Sieht vielversprechend aus. Haltet die Augen offen. Wenn ich gefressen werde, mache ich euch dafür verantwortlich. Mist. Nichts. Ich habe es im Gefühl. Dank
danke, dass ihr mich beschützt habt. Hier ist euer Anteil. Ich suche mir jetzt die nächstbeste verlassene Taverne. Naja. Warte mal, da glitzert doch was. Das war nichts. Baum, baum, baum. Das blöde Portal. War das hier drüben irgendwie gewesen? Ja, es gab eins, wenn man hier den langen Gang durchgeht. Da gab es eins. Hier